Besonders freue ich mich heute, den ersten Gast ansagen zu dürfen. Er hat für seine Überzeugung sogar in Kauf genommen, für 2 Jahre ins Gefängnis zu gehen. Und er hat sich erlaubt, einem der größten Konzerne Nein zu sagen. Nein für gentechnisch manipuliertes Saatgut und das auch noch auf seinem Grund und Boden. Ich begrüße Gottfried Glückner. Als du, ich sag mal, das Thema Gentechnik, mit dem zum ersten Mal konfrontiert gewesen bist, war das ja etwas, du bist ja so ein bisschen wie der Saulus zum Paulus. Du hast also die Überzeugung zunächst mal völlig ergebnisoffen, ich probiere das mal aus, ich probiere einfach mal eine solche Technologie aus warst jemand, der an und für sich gestartet ist auf der Seite, das könnte ja meinen Tieren und meinem Hof und meiner Arbeit nützlich sein. Ja, also zunächst mal finde ich es gut, dass wir auch emotional sein können. Das war bei mir eine lange Zeit nicht möglich und ich finde das einfach klasse. Bei mir geht es darum, dass ich einfach die Perfektion in mir habe. Und ich habe diese Perfektion zwischendurch verteufelt, weil diese Perfektion mich dazu gebracht hat, mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich genau wissen wollte, obwohl ich die Ergebnisse gar nicht kennen wollte, in dieser Auswirkung, wie ich sie erfahren durfte. Aber alles, was ich mache, hat immer mit Perfektion zu tun. Und Gentechnik ist eine Risikotechnologie, ist eine junge Technologie, nach wie vor. Und es handelt sich um eine Risikotechnologie, die eben artübergreifend eingesetzt werden kann und 1995 bei mir über Sojaschrot im Silo landete. Und das war für mich der Auslöser, mich mit dieser Technologie zu beschäftigen. Und ich wollte von Anfang an wissen, sind gentechnisch veränderte Organismen und Pflanzen gleichwertig zu den konventionellen Ausgangslinien? Das war der Ausgangspunkt. Und ich bin heute dankbar und froh, nach all den Steinen, die man mir in den Weg gelegt hat, dass ich das rausfinden durfte, bei bester Gesundheit. Du bist den Weg gegangen, hast das ausprobiert und festgestellt, dass die Dinge, die dann passiert sind, nun nicht unbedingt das ist, was man sich als Bauer, als Landwirt, als jemand, der seine Tiere liebt und mit den Tieren umgehen möchte, gut umgehen möchte, sich erwartet hat. Also es war dann relativ schnell klar, dass es zu Problemen kam. Die Probleme begingen damit, dass ich von 1995 bis 1997 Freilandversuche durchführen durfte, beziehungsweise Flächen zur Verfügung gestellt habe, um diese Pflanzen auf der Fläche zu testen. Und der rot-grüne Landesregierung war Gentechnik tabu. Und ich habe den Leuten am Feld, die demonstriert haben, immer gesagt, es hilft uns nichts, wenn wir hier gegen etwas sind. Wir brauchen Ergebnisse, wir brauchen Erkenntnisse. Und wir müssen wissen, mit was wir es letztendlich zu tun haben. Und ich habe denen gerade in dem Jahr 97 gesagt, ihr könnt auf dem Feld sitzen, wie ihr wollt und demonstrieren, wie ihr wollt. Die Genehmigungsverfahren laufen im Hintergrund weiter und ohne Argumente werden wir ganz schwer von dieser Technologie wegkommen. Ja. Und so kam es dazu, dass 1996 eben unter Renate Künast als Bundesverbraucherschutzministerin der erste gentechnisch veränderte Mais genehmigt wurde, 1996. Da war es dann bei den Grünen nicht mehr tabu. Und die haben dann 1997 meinen Anbau geduldet. Da hat sich keiner mehr drum gekümmert, das hat keinen mehr interessiert. Die Gentechnik ist damals dafür geopfert worden, dass der Kernenergieausstieg eben stattfinden kann. Das war der Deal. Und unter diesem Deal war dann Gentechnik auch
salonfähig für die Grünen. Das war eine ganz spannende Geschichte. Für mich im ersten Moment gar nicht nachvollziehbar. Ergebnisse hatten wir nach wie vor keine, aber wir hatten eine Genehmigung. Und ich habe dann mich mit dieser Genehmigung im Anbau langsam rangetastet, bis ich eben 100% meiner Maisanbaufläche mit gentechnisch verändertem Mais bestellt hatte, einem insektizidresistenten Mais, der sein eigenes Insektengift produziert, und habe sämtliche Studien dazu gelesen, auch das Genehmigungsverfahren, die Genehmigungsunterlagen gelesen, mich mit den Wissenschaftlern ständig kurzgeschlossen, um wirklich nichts auszulassen. Und dann gab es eben Erscheinungen in meinem Betrieb, wo ich nachher bei der Verfütterung von gentechnisch verändertem Mais auf Probleme gestoßen bin, die ich so noch nicht kannte, in meiner ganzen Berufslaufbahn noch nicht vorgekommen waren. Und mir wurde immer gesagt, die gentechnisch veränderten Pflanzen sind die bestgeprüften Pflanzen und das bestgeprüfte Futtermittel und Lebensmittel überhaupt. So werden keine anderen Produkte untersucht und die sind sicher. Aus dem Grund waren die Krankheitssymptome und das, was anfangs in meinem Tierbestand passierte, gar nicht der Gentechnik zuzuordnen. Und ich habe mich darauf verlassen, dass es wirklich auch so war und gemacht wurde, bis ich dann die Unternehmung, diese Genehmigungsverfahren hinterfragen musste, weil ich nachts mal wach geworden bin und habe mir überlegt, ja verflucht nochmal, du hast jetzt das erste Jahr gentechnisch veränderten Körnermais eingesetzt, der ist keiner Fermentierung unterzogen worden, den halte ich kalziliert und da ist mir ein Groschen gefallen. Und dann habe ich gedacht, sollte das an dem Mais liegen? Und ich war zweimal beim Robert-Koch-Institut und habe mit meinen Untersuchungsergebnissen, die permanent gezogen wurden, ich hatte das Veterinäramt und die Veterinärbehörden ständig im Betrieb, mein Tierarzt war ständig zu Besuch mit den entsprechenden Kosten, um eben Untersuchungsergebnisse zu bekommen, was ist die Ursache für auftretendes plötzliches Fieber in der Herde, für Blut in der Milch, für Euterödeme, für struppiges Fell, für Krankheitssymptome, die es so vorher noch nicht gab. Und es konnten keine Ergebnisse gewonnen werden, die diese Ursachen erklären konnten. Fatal wurde es dann, als die Tiere gestorben sind. Natürlich stirbt auch mal eine Kuh an einem natürlichen Tod. Die Tiere sind aber merkwürdigerweise alle in die Box gegangen und haben sich in der Box abgelegt und sind dann in ihrer Liegebox eingeschlafen. Das war für mich das Signal, die Tiere spüren, wenn es dem Ende entgegengeht. Ja, ja. Ja, wie verrückt ist das denn? Die sind nicht vom Blitz getroffen worden, sondern die haben gemerkt hier, ich kann nicht mehr, ich lege mich jetzt einfach in die Box ab und da sind die eingeschlafen, ja, die sind dort verstorben. Und das war so schlimm. Meine älteste Kuh war 17 Jahre, mit 14 Kälbern ist sie geehrt worden mit über 110.000 Liter Milchleistung. Meine Herde insgesamt hat eine Milchleistung gehabt von über 9.000 Kilo Milch pro Kuh und Jahr. Und ich war stolz auf die Tiere, das war ein Herdbuchbetrieb, wo alles dokumentiert war, eben perfekt aufgezeichnet auch. Und musste dann mit ansehen, wie nach und nach die Tiere verendet sind. Und keiner, aber auch wirklich keiner, konnte irgendwie den Tieren und damit auch mir helfen. Und das waren wirklich alle vor Ort gewesen mit Rang und Namen. Und sie sind nicht dahinter gekommen, was wirklich abläuft. Sind sie nicht dahinter gekommen oder wollten sie es nicht wirklich wissen? Denn die Vermutung, dass in dem Moment, wo du den Hebel bei der Fütterung umgelegt hattest, auf einen gentechnisch veränderten Mais, dass das damit was zusammenhängen könnte, die Vermutung ist ja relativ naheliegend. Das wäre zumindest mal eine Variante, über die man hätte nachdenken können. Es ist noch viel schlimmer. Man wusste es. Man wusste es. Syngenta hat 1996 bereits Fütterungsversuche in North Carolina durchgeführt. Mit diesem Mais, 43 Kilo Grünmais sind Tieren gefüttert. Es waren in der Versuchsgruppe 4 Tiere und in der ersten Woche ist die erste Kuh gestorben.
Nach einer Woche? Nach einer Woche. In der zweiten Woche hatten wir den Versuch abgebrochen. Diese Fütterungsstudie ist als Confidential Business Information zurückgehalten worden. Die ist nicht in den Antragsunterlagen aufgeschlagen. Und ich habe selbst beim Robert-Koch-Institut nachgefragt, gibt es zur Grünmaisfütterung, in dem 100% des Insektengiftes drin sind, enthalten sind, Fütterungsstudien? Habe ich in 2002 nachgefragt, daraufhin hat mir das Robert-Koch-Institut geantwortet, es liegen Ihnen keine Untersuchungsergebnisse zu Grünmaisfütterungsversuchen vor. Würde es Fütterungsversuche zu Grünmais geben, wären diese irrelevant. Also gab es diese Fütterungsversuche und man war darüber informiert, auch bei der Behörde, beim Robert-Koch-Institut. Das heißt, man hat es hier irrelevant? Ich meine, bewusst verschwiegen. Ja, okay. Bewusst verschwiegen. Irrelevant insofern, dass, und man hat dieses Schreiben durchschlägig an Syngenta weitergegeben und Syngenta hat darauf auch nicht reagiert, sodass man hier bewusst irreführende Informationen zurückgehalten hat. Diese Information ist mir aber erst nach der Haftentlassung 2009 überreicht worden in Paris von Professor Seralini, der mich 2008 in Luzern nach einem Kongress Gentechnikfreies Europa, wo ich von meinem Freund eingeladen wurde, wieder mal zu erscheinen, nach meiner Haftzeit öffentlich zu erscheinen, was für mich ein schwerer Weg war, nach all dem, was ich durchgemacht hatte und ich noch am Aufräumen war in meinem Betrieb, war zweimal eingebrochen worden in den 17 Monaten meiner Haftzeit und Unterlagen, Dokumente wurden gestohlen, Bankbelege, Bilanzen, Ordner zum Strafverfahren und Scheidungsverfahren und alles Mögliche wurde entwendet. Alles das musste ich erst wieder zusammensuchen, um den roten Faden wieder aufzunehmen. Das ist mir grandios gelungen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber es ist gelungen. Und dann kam eben 2008 nach der Veranstaltung Professor Seralini zu mir und sagte mal, ich muss deine Präsentation noch mal sehen, hast du die auch in Englisch? Du musst uns das in Paris erklären, was da abgegangen ist, weil das deckt sich mit den Untersuchungsergebnissen, die wir haben in den Rattenfütterungsversuchen. Der war total überrascht über die Ergebnisse, die ich da geliefert habe. Und so hat er mir dann, und ich habe gesagt, ich wäre nach Paris gelaufen, um diese Fütterungsstudie von North Carolina zu bekommen, weil das ist natürlich absolut relevant gewesen in der ganzen Zeit schon, dass hier ein Produkt auf den Markt gebracht wurde, was vorsätzlich giftige Wirkung hat, bekannte giftige Wirkung hat. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass die Tiere eben an Nieren- und Leberversagen gestorben sind. Ja. Das hat sich ergeben und diese wissenschaftliche Arbeit haben wir jetzt auch veröffentlicht, was meine Tiere angeht, im Januar 2016. Und dort sind alle meine Untersuchungsergebnisse auch hinterlegt, die das genau belegen, was dort passiert ist. Und das war mein großes Anliegen und deshalb waren auch diese ganzen Analyseergebnisse und auch die Rückstellproben sichergestellt während meiner Haftzeit. Das war mein oberstes Anliegen, dass diese Unterlagen nicht wegkommen. 3 Gefriertruhen voll Rückstellproben mit Blut, Haaren, Milch und Innereien und Pflanzen- und Bodenproben und einen Wäschekorb voll. Darf ich? Tja. Ich hab alle Originaldokumente, die ganzen Aktenordner genommen und habe sie, bevor ich meinen Betrieb verlassen musste, in den Stubenwagen gelegt, in dem ich als Kind herangezogen worden bin. Super. Und den Korb habe ich genommen. So ein Weidekorb, Riesending, und den habe ich genommen und habe ihn oben am Dachboden abgestellt. Den hat keiner gefunden. Und den hat keiner gefunden. Super. Super. Es war so genial, es hat alles genau reingepasst. Das heißt, er war genau passend für mich. Damals wie ganz am Anfang. Großartig. Und den hatte ich in Ehren.
Ja. Und dasselbe ist mit meinen Rechner. Die Rechner sind alle sicher untergebracht gewesen an verschiedenen Standorten und die Rechner sind alle auch gelaufen nachher noch. Und aus den Rechnern konnte ich dann die ganzen Stammdaten von meinen Tieren wieder rausholen und auch die Bilanzdaten wieder rausholen, sodass ich immer wieder den Anschluss finden konnte. Wobei man mir in der Haftanstalt gesagt hat, also Glöckner, das ist alles schön und gut, was du erzählst. Du kannst das, die haben ja alles geprüft, die Justiz hat ja alles gecheckt, die hatten ja Zeit dazu. Ich hatte ein tolles Netzwerk. Staatsanwaltschaft, Landeskriminalamt, Bundeskriminalamt, alle waren in der Haftanstalt, haben sich informiert, was hat das eigentlich mit dem BT-Mais auf sich? Und dann sind eben die Versuchsstandorte in Hessen geschlossen worden, die Monsanto langfristig eingerichtet hatte. Dann 2006 hat Horst Seehofer die Kennzeichnung ohne Gentechnik, das Label rausgebracht, das erste Label, was dann verfeinert wurde von Ilse Aigner. Und das ist natürlich genial gut, wenn man in der Haftanstalt merkt, über die Mauern, ich schaffe das, die Dinge weiter zu transportieren und es entwickelt sich weiter, weil in dieser Isolation hat man sehr starke Gefühlsschwankungen, sowohl himmelhoch jauchzend als auch zu Tode betrübt. Und es war immer wichtig, dann die Mitte zu finden, den Ausgleich zu finden. Und das habe ich über den Weg sehr gut hinbekommen und war da wirklich gut aufgehoben, einfach auch mal Pause zu machen und sicher aufgehoben zu sein. Und die hessische Justiz hat dann gesagt, also in Europa darfst du das überall erzählen, aber nach Moskau fliegst du uns nicht. Lass uns, bevor wir und dazu kommen, noch die Vorgeschichte, Gottfried, ist ja auch ein reiner Krimi. Die Vorgeschichte, als du merkst, mit den Tieren stimmt etwas nicht und die Vermutung nahe liegt, es ist etwas, was mit der Fütterung, der veränderten Fütterung zusammenhängt. Du hast ja dann auch den direkten Kontakt zu Syngenta gehabt und wie ist man da mit dir? Da hat man ja dann diese berühmten Angebote, wie heißt das bei Mario Puzo, die man nicht ablehnen kann, bekommen. Sowas ist dann ja im Grunde genommen wirklich wie in einem Krimi live bei dir passiert. Ja, das ist relativ einfach. Also oberste Priorität war der Gesundheitszustand meiner Herde. Für dich? Für mich. Ja, klar. Der Geschäftsführer hat am Küchentisch gesessen und hat gesagt, man hat geheult und hat so gemeint, ja, er war also richtig schauspielerhaft. Seine Tochter hat sich den Arm gebrochen in den USA und er hat da geheult und er weiß nicht, was er machen soll. Da sage ich, Herr Dr. Jachmann, das ist total easy. Das Zauberwort heißt Schadensaufnahme. Und dann hat er sich hingesetzt und hat geschrieben. Dann ist der Schaden aufgenommen worden. Nachdem er gemerkt hat, wie das aussieht und in Hessen ein Biotechnologiekongress zur Förderung der grünen Gentechnik stattfinden sollte, hat er einen Teil des Schadens beglichen, ungefähr die Hälfte. Das waren 5 tote Tiere, das war der Milchleistungsverlust und das waren Futtermittel, Ersatzfuttermittel eben, weil ich die Maissilage nicht mehr füttern konnte und das waren Analysekosten. Und damit war für mich klar, aha, wir sind schon recht gut Bescheid. Und dann war das aber, die haben gemerkt, irgendwie bin ich nicht zufrieden und ich muss irgendwie ruhig gestellt werden. Die haben irgendwie versucht, da die Kurve zu kriegen. Und dann ging es los, brauchst du einen Mähdrescher? Als Bauer ein Mähdrescher? Ja. Das ist ein Prestigeobjekt. Das ist ein Vorzeigeprojekt. Und das kostet auch ein paar Mark 50. Das kommt noch dazu, natürlich. Ja. Und das hätte der größte und schönste sein können von John Deere, den die haben. Ja. Keine Werbung und hier. War nur ein Beispiel. Nein, die sind schon cool, das ist alles gut. Und dann habe ich gesagt, Herr Dr. Jachmann, wenn ich einen Mähdrescher brauche und schon gebraucht hätte, hätte ich den schon, ich hätte mir den gekauft. Brauchen Sie eine Immobilie? Sag ich, ja, Immobilie ist immer gut. Zurzeit keine Verwendung. Aus dem Bauch raus. Und Sie haben dafür nicht viel Zeit. Sie haben da einen Bruchteil von Sekunden Zeit. Und Ihr Bauch sagt Ihnen, was Sie zu tun haben. Und da habe ich auf das Bauchgefühl gehört. Ja. Wie ist denn mit dem Arbeitsplatz? Ich habe Arbeit genug. Ja, und Urlaub? Mal Südafrika? Mache ich, wenn ich Lust habe.
Es hat nicht funktioniert. Und dann haben die versucht, eben da irgendwie die Kurve zu kriegen und mich ruhig zu stellen. Und ich wollte aber von denen, ich hätte das alles genommen, wenn der zu mir gesagt hätte, hör zu, wir haben ein Problem mit den Aminosäuren. Wir nehmen jetzt den Schaden auf und ich bezahle dir hier an Ort und Stelle das Geld und dann ist es okay. Ich hätte es damals unterschrieben im April 2002. Ich wollte von denen nur hören, Herr Glöckner, wir haben einen Schaden. Wir haben verstanden, das geht so nicht. Wir nehmen das Produkt vom Markt und die Nachfolgeprodukte werden anders analysiert, untersucht, genehmigt, wie auch immer. Kam nicht. Also musste ich einen anderen Weg gehen über meine Vermittler, die eben direkten Draht zu Syngenta hatten, Syngenta Basel. Und dann gab es da ein Treffen in Frankfurt und dann sagt er zu mir, ja, guck mal, was er machen kann. Nach 14 Tagen bin ich wieder hin nach Frankfurt zu dem Freimaurer und dann sagt er zu mir, Herr Glöckner, mit der Schadenssumme machen wir halbe halbe. Da habe ich mich auf dem Absatz rumgedreht. Sage ich, Herr Dr. Lampe, wir haben nie über das Thema gesprochen. Sie kennen mich nicht, mich gibt es nicht und bin gegangen. Und im Gehen ruft er mir hinterher, was ist denn eigentlich mit Ihrer Ehe? Und dann habe ich mich rumgedreht, so über die Schulter und sage ich, Herr Dr. Lampe, ich bin da mit Syngenta nicht verheiratet und bin gegangen, setze mich ins Auto die Nacht, denk Ehe, was läuft jetzt? 3 Wochen später wirft meine in Scheidung lebende Frau eine Vergewaltigung in der Ehe als Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft ein, hat den Anwalt gewechselt und das Treiben geht los. So einfach ist das. Für mich war das ein Ablenkungsmanöver, ich habe das nicht ernst genommen und habe mich auf meinen Betrieb konzentriert und auf das Buch, was wir veröffentlichen wollten und auf die Schadensersatzklage und auf die Analyseergebnisse und habe versucht, dort eben weiterzumachen in dem ganzen Trubel. Und dann ist diese Strafanzeige, ich war zu der Zeit Schöffer am Landgericht in Gießen, Jugendschöffer, war politisch aktiv im Kreistag und im Kommunalparlament, Gemeindeparlament. Diese Strafanzeige ist dann durchgezogen worden und ich bin dann letztendlich verurteilt worden im selben Gerichtssaal, in dem ich als Schöffe tätig war. Ein ganz tolles Gefühl, wenn man von der Richterbank auf der Anklagebank sitzt. Und mein Anwalt sagt dann, na, lass mal, wir kriegen das und so im Revisionsverfahren, alles gut, ich habe da einen Fehler entdeckt. Sag ich, hier gibt es keinen Fehler, hier gibt es ein falsches Urteil. Revision wurde zugelassen, der Generalstaatsanwalt hat dann gesagt, das Urteil ist falsch. In 2005 und damit war ich sicher, wenn der Generalstaatsanwalt sagt, das Urteil ist falsch, ist es falsch, kann es nicht richtig sein. Gibt es ein anderes Urteil. Mein Anwalt hat dann gesagt, mein Strafrechtler, er geht dahin zu dieser Veranstaltung am 1. November 2005 und klärt das. Und ich war genau zu der Zeit in der Schweiz zu Vorträgen im zweiten Jahr, auch im Bundestag. Und da ging es um die Volksabstimmung Gentechnikfreie Schweiz. Mhm. Basel, Zürich und St. Gallen waren die Veranstaltungsorte. Ich war kräftemäßig ziemlich erschöpft. An der Grenze hat man mein Auto ausgeräumt, wie es wahrscheinlich früher Richtung Osten geschehen ist. Die Grenzbeamtin hat sich in das Auto gestellt mit Maschinengewehr im Anschlag und sagt, Herr Glöckner, gehen Sie mal zur Seite. Sag ich, was soll denn hier passieren? Behandeln mich wie so ein Schwerverbrecher. Wo fahren Sie hin und hin und her? Also die wussten ganz genau, was Sache war. Die waren gut informiert. Denn vorher, als ich über den Bodensee mit der Fähre übergesetzt bin, gab es einen Anruf aufs Handy, in die Mailbox gesprochen von dem Herrn Einzelne, der im Genehmigungsverfahren beteiligt war. Na gut, Herr Glöckner, das war's dann. Und denke ich, was will der denn? Ich habe da mit dem gar nichts zu tun. Und dann sind wir zur Volksabstimmung in der Schweiz. Und gleichzeitig hatte Syngenta und Co., es ist nicht nur Syngenta alleine, es ist Monsanto genauso gewesen, die Professoren ausgeschickt, um meine
Darstellung zu neutralisieren. Und ich bin dann nach den Vorträgen, nach den drei Tagen, 28., 29. und 30. Oktober, ins Tessin gefahren. Da hatte ich mir 2004 schon einen Unterschlupfort gesucht, wo ich mich verkriechen kann, warum auch immer. Es war total irre. Habe dort ein Bankkonto eröffnet und wurde dann angerufen von dem Vermittler. Und dann hat er gesagt, Herr Glöckner, wie kommen Sie eigentlich in die Schweiz? Dann sage ich, mit dem Auto. Sage ich, ich will Ihnen was sagen. Ich bleibe so lange hier in der Schweiz, bis ihr eure Krähen eingefangen habt, die sagen, der Glöckner erzählt Märchenstunde. Ich habe mich so stark gefühlt. Und das werde ich nie vergessen, als ich dort am Berg stehe, in meinem Auto und telefoniere mit dem und gucke so raus nach den Vögeln und sage ich, ich schlage hier meine Zelte auf, bis es Ruhe gibt. Und dann bin ich auf dem Rückweg über Kam noch auf eine Veranstaltung am 3. November. Da hat man schon Bilder von mir gemacht, so Abschiedsfotos. Da bin ich mir schon nicht so wohl vorgekommen. Und was war passiert? Man hatte mich am 1. November in Abwesenheit, mein Anwalt hat den Termin nicht wahrgenommen, in Frankfurt am OLG verurteilt. Obwohl das der Generalstaatsanwalt aufgehoben und zurückgewiesen hatte. Als falsches Urteil aufgehoben und zurückgewiesen hatte. Man hatte mich in Frankfurt am 1. November verurteilt als absoluter Gewaltverbrecher und Sexualstraftäter. Für 2,5 Jahre Haftaufenthalt vorgesehen. Und mein Anwalt hat mir das dann so kurz vor Weihnachten mitgeteilt, 22. Dezember. Und dann habe ich gesagt, der kann mir viel erzählen, ich brauche ein Urteil. Ich hatte das Urteil nicht. Er hat mich total irritiert. Es hat mich aber überhaupt nicht tangiert. Ich habe nur gedacht, du kannst mir jetzt hier viel erzählen, ich warte jetzt auf das Urteil und dann werden wir weitersehen, meine Lebensgefährtin. Und er sagt dann so zu mir, Sie gehen jetzt mal dann 4 Wochen nach Weiterstadt. Weiterstadt ist damals gebaut worden für die RAF-Terroristen als Hochsicherheitstrakt. Das ist die Einweisungskommission für alle Haftstrafen, die über 2 Jahre sind. Und dann werden wir eben weitersehen. Und dann kommen Sie wieder raus. Das sage ich zu meiner Lebensgefährtin, also, dann warten wir jetzt mal auf das Urteil ab. Und das sagt sie so locker, ja, wenn einer fragt, du bist mal 4 Wochen in Kur, was soll das? Wie kam denn der auf das dünne Eis, dass du, wenn du für über 2 Jahre verurteilt wurdest, für 4 Wochen mal einfahren kannst und dann wieder Tschüss sagst? Also das. Der hat mir das schmackhaft machen wollen, dass das alles gar nicht so schlimm wird, wie es eigentlich noch schlimmer werden wird. Ja. Und das war schon. War der jetzt aus deinem Gefühl echt, der Anwalt? Das war ein sehr erfahrener Anwalt und ein sehr alter Anwalt, der wirklich auch Rechtserfahrung und Verfahrenserfahrung hatte, der meiner Ex-Frau auch den nachfolgenden Anwalt besorgt hat, der auch bezahlte Vollstreckungsbescheide meiner Ex-Frau wieder zugeschickt hat, damit sie nochmal vollstrecken konnte und ein drittes Mal nochmal vollstrecken konnte. Das heißt, es war schon dein Anwalt, nicht ihr. Also ich habe ihn bezahlt, er hat von mir Geld bekommen. Ja, das beantwortet meine Frage nicht. Er hat zu mir gesagt, als ich ihm die Geschichte mit dem Schadenersatz vorgelegt habe, da können die den Geldsack aber ganz schön aufmachen. Und da habe ich nur zu ihm gesagt, das müssen wir erstmal abwarten, dass die den Geldsack für ihn aufmachen. Das war mir nicht bewusst, weil er ist mit den Golfspielen gegangen in Würzburg. Mich hat er nicht mitgenommen. Und das gibt eben Dinge im Leben, die sind schlecht und nichts ist so schlecht, dass es nicht für etwas gut ist. Und es ist so gut geworden und es wird noch sehr viel besser, weil die Dinge schon so lange unterwegs sind und wir haben vorher ja schon mal drüber gesprochen, dass ich einfach möchte, dass hier
nachhaltig im Bewusstsein eine Veränderung stattfindet, dass so etwas nicht mehr passiert. Es geht dabei nicht um den Anbau und um meine Tiere alleine auf meiner Fläche und es geht auch nicht um die Schweiz. Zu mir hat in der Haftanstalt Gott gesprochen und hat gesagt, pass mal auf, Europa ist okay, Schweiz super. Schweiz war für mich nie wichtig. Schweiz, habe ich gedacht, Schweiz, kleines Land, Bundesland. Schweiz war extrem wichtig und Schweiz ist der Schlüssel zum Erfolg gewesen letztendlich, weil über die Schweiz eben die Welthandelsorganisationen informiert waren und der Handel durch Europa gestört wurde. Und dann sagte er zu mir, Russland ist viel einfacher. Moskau, du musst nach Moskau. Und ich lieg da in meinem Bett und denk so, du Schwätzer. So redest du mit ihm. Ich bin hier in Butzbach. Ja. Und zwar nicht nur 4 Wochen. Für noch nicht absehbare Zeit. Ja. Und du erzählst mir was von Moskau. Wen interessiert das in Moskau, was Gottfried Klöckner in Butzbach macht oder nicht macht? Kein Mensch interessiert das. Und das war eben so, dass der Stationsbeamte, ich hatte ja mein Fahrzeug mitgenommen in die Haftanstalt, ich bin selber hingefahren, es haben morgens 5 cm Schnee gelegen, bin ich nach Weiterstadt gefahren. In Trance eigentlich überhaupt nicht anwesend. Denke ich, ich melde mich und dann fährst du wieder heim, dann ist gut. So ungefähr war das. Ich hatte alles mit, wie auf Kur. Ja. Computer, alles dabei. Ja, sagt der Stationsbeamte hier, das kannst du nicht mitnehmen, das muss alles wieder raus. Also Wanderschuh, Computer, alles wieder ins Auto gepackt, persönliche Sachen. Und abends kommt er dann zu mir, sagt mal, das Auto da vom Zaun, ist es deins? Sag ich, ja. Das kann da nicht stehen bleiben. Da sage ich, das ist doch ein öffentlicher Parkplatz, Steuerversicherung ist bezahlt, Fahrzeug ist vollgetankt, was soll passieren? In 4 Wochen bin ich hier weg. Ja, was 4 Wochen? Haben Sie mal auf Ihren Stellungsbefehl geguckt? Da stehen 2,5 Jahre drauf und vorher ist hier gar nichts fertig. Und da war für mich klar, was wirklich abgelaufen ist, was diese Bande mit mir vorhat. Und dann kommt so ein Moment der Schockstarre und des Schlafens. Ich war ja erschöpft, psychisch, körperlich erschöpft. Ich sollte noch weitere Veranstaltungen in der Schweiz besuchen und ich konnte nicht mehr. Die wollten mich einfliegen, sag ich, es nutzt nichts. Es nutzt euch nichts, wenn ich auf der Bühne umfall. Ich war kräftemäßig am Ende. Deshalb war die Pause in der Haftanstalt einfach angesagt und verschrieben von oben. Und dann, wenn man dann wach wird, so nach und nach, das geht ja nicht auf einmal, dann lässt man los, man lernt dann loszulassen. Und das ist eine tolle Erfahrung und ich genieße es zu wissen, wie Loslassen funktioniert. Loslassen hört sich einfach an, aber Loslassen ist eine ganz wichtige Geschichte, um eben gerade seinen Weg weiterzugehen. Und das hat mich durch die Haftzeit getragen. Man muss dazu wissen, dass es keine einfache Zeit war. Mein Gehirn war dermaßen traumatisiert durch Angst, es kann dir was zustoßen bei deinen Wegen, bei deinen Informationsveranstaltungen. Druck, Existenzangst, Adrenalin den ganzen Tag. Ich habe auf dem Sofa gelegen, wenn Bayern München gespielt hat und es ist irgendwas schiefgegangen, bin ich explodiert. Es gibt es doch gar nicht. Was habe ich damit zu tun? Es geht mich doch gar nichts an. Wenn Michael Schumacher nicht richtig gefahren ist oder irgendwas schiefgelaufen ist, Adrenalin, ich wäre bald geplatzt. Sag ich, das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Und
mit natürlichen Mitteln versucht, das einzustellen. Der Körper war ständig auf Angst trainiert. Und das hat sich dann in der Ruhephase auch bemerkbar gemacht. Und da habe ich das eigentlich erst gespürt, was da abgeht. Und in der Haftanstalt, nachdem im September 2005, Ende September, ich hätte zu der Zeit eigentlich Silberhochzeit gefeiert. Das war der 25. Jahrestag, wäre das gewesen. Und das war ein toller Hochzeitstag, muss ich Ihnen sagen. An dem Tag wurde gentechnisch veränderter Reis aus den Lebensmittelregalen zurückgezogen, europaweit, weil er im Promillebereich mit BT-Toxin, nämlich genau mit meinem Insektengift, was meine Tiere geschädigt hat, verunreinigt war. Und das war der Auslöser, dass sich meine Blockade im Kopf gelöst hat. In dem Moment wusste ich, bis dahin habe ich nur gekämpft, 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 und in dem Moment wusste ich, hey, die haben das alle kapiert da draußen. Die haben das verstanden, europaweit. Das ist ja genial. Und dann habe ich gemerkt, und das war so genial, wie ich wieder Farben erkennen konnte, nachdem das Gehirn aufgegangen ist wie eine Blumenknospe. Ich war so zugeschraubt im Kopf, dass ich nur noch den Fokus hatte auf Verbot von BT-Mais und allem, was damit zusammenhängt, dass ich rechts und links nichts mehr wahrgenommen habe. Und so konnte ich miterleben, wie ich meine einzelnen Hirnbestandteile spüren konnte. Rechte, linke Hirnhälfte, Vorderstirnlappen, Kleinhirn. Ich konnte wieder Farben sehen, ich konnte wieder riechen, schmecken. Ich habe draußen im Hof den Schmetterling fliegen sehen das erste Mal. Du warst wieder im Leben. Ich habe den grünen Rasen gesehen und ich habe wieder die Personen um mich herum wahrgenommen. Es war vorher alles weg. Und das war September 2005. Das Ganze spielte sich ab über einen Zeitraum von 17. September bis Anfang Dezember, über einen Zeitraum von 3 Wochen. Ich habe das genau beschrieben. Und der Anstaltsleitung mitgeteilt, dass sie mich jetzt einfach in Ruhe lassen sollen, weil ich total Angst hatte, dass jetzt irgendetwas passiert, was nicht gut für mich ist. Es hätten Medikamente sein können und das hätte auch irgendwas anderes sein können, irgendein Auslöser. Und dann haben die mich wirklich in Ruhe gelassen und ich habe das genossen. Der Kopf war kälteempfindlich. Ich habe mir dann im September bei 20 Grad eine Wollmütze geben lassen, weil ich in dem Moment, wo ich in meinem Bett gelegen habe und habe in der Nähe von der Wand gelegen, habe ich auf einmal gespürt, es ist kalt, die Wand ist kalt. Und dann sagt der Stationsbeamte, der mir die Mütze ausgehändigt hat, die ist auch gut gegen Sonnenbrand. Da denke ich, was hast du für eine Ahnung? Du verstehst doch gar nichts. Der konnte ja gar nicht wissen, was in meinem Kopf wirklich abgeht. Es hat mir gut getan, sie haben mich beschützt. Ich war gut aufgehoben, bin gut versorgt worden. Und es hat mit dazu beigetragen, dass ich dann eben, obwohl ich das nicht wollte und mein Gesprächstherapeut, der hat gesagt, Herr Glöckner, wenn Sie rausgehen, müssen Sie kleine Brötchen backen. Sag ich, ja, klar. Und da sagt er im nächsten Ton, können Sie das? Ist sicher. Willst du das? Das hat er nicht gefragt. Die Frage kam nicht. Ja. Und ich habe mir gedacht, du hast sowieso alles erledigt, du hast alles erreicht. Für mich war das Ziel Kennzeichnung und die Kennzeichnung, gentechnisch veränderte Futtermittel wurden verwendet, kam daher, dass wir eben in der Milch, 2000 hatte ich 3 Milchanalysen aus meiner Sammelmilch in Auftrag gegeben an der TU München und man hat in der Milch dann nachgewiesen, die Roundup-Ready-Konstrukte aus dem gentechnisch veränderten Soja, angelagert am Milchzellpellet und auch die BT-Mais-spezifischen Konstrukte angelagert am Milchfett. Das heißt, gentechnisch veränderte Konstrukte in verschiedenen Abteilen der Milch nachgewiesen, ja, ja.
hat für mich immer gehiesen, wenn wir das nachweisen können, muss gekennzeichnet werden. Das habe ich auch schon sehr frühzeitig der Presse mitgeteilt, immer. Und dann haben wir den Nachweis gehabt. Und ich habe aber diese Untersuchung aus 2000 lange in meiner Schublade liegen gehabt. Ich hatte sie in der Schublade, ich habe sie nicht abgeheftet, weil ich wusste, ich muss die zum richtigen Zeitpunkt rausholen. Und dann war ich eben kräftemäßig am Ende und dann hat Greenpeace die Aktion gemacht, Genmilch. Und auch in Frankreich ist die Aktion gelaufen, aufgrund meiner Untersuchungsergebnisse. Und die Aktion ist gelaufen bei Müllermilch in Sachsen. Und der Müller, der Theo Müller, hat dann nur gefragt in den Medien, von wem sind diese Untersuchungsergebnisse? Und dann hieß es immer nur von einem Bauern aus Hessen. Da gab es nicht viele. Der hat aber nicht gefragt, was bedeutet das für die Ernährung? Was eigentlich mein Interesse war und meine Intention war. Und das macht deutlich, wie oberflächlich hier gearbeitet wird. Es ging nur um sein Unternehmen zu schützen, um nicht Werbung zu gefährden, während andere sich dann aufgemacht haben und haben gesagt, okay, Kennzeichnung muss kommen. Es hatte für mich den Vorteil, dass ich die Erfahrung machen durfte mit dem Hauptzollamt Darmstadt. Die haben meinen Betrieb da nochmal auf den Kopf gestellt und haben nachgeforscht, ob ich eigentlich Milcherzeuger bin im Sinne der Milchgarantiemengenregelung. Da ging es um Steuerrecht. Dann habe ich denen die Herdbücher hingelegt von meinen Tieren, die haben alles überprüft, habe denen den Stall gezeigt, habe denen die Melkanlage gezeigt, habe denen die Futterabrechnungen vorgelegt, die Tierarztrechnungen, die Rinderpässe, alles sauber, Tierbehandlungsbuch vorgelegt. Und die Prüfung war noch nicht fertig, da klingelt bei dem schon das Handy. Und die kamen von Gießen zufällig auch. Die Prüfer waren von Gießen, vom Hauptzollamt Gießen, zuständig war das Hauptzollamt in Darmstadt. Und dann sagt er nur, das ist hier alles nicht so ganz einfach. Da habe ich gedacht, was ist hier nicht einfach? Du bist Milcherzeuger, du hast Kühe, du machst deine Arbeit, du lieferst Milch ab, die Milchqualität stimmt von den Untersuchungsergebnissen her. Kurz und gut, was haben sie daraus gemacht? Ich bin kein Erzeuger im Sinne der Milchgarantiemengenregelung. Und da ich kein Milcherzeuger bin in diesem Sinne, gibt es eine Strafe. Das Milchgeld der letzten 4 Jahre ist zurückzufordern in Höhe von 625.000 Euro, 150 und 28 Cent. Sofort und gleich zu zahlen. Alle Konten gefändet, alle Beteiligungen gefändet. Das war alles nach dem Verfahren Vergewaltigung in der Ehe. Und wieder eingereicht von meiner Ex-Frau. Dieses Verfahren hat das Hauptzollamt 5 Jahre lang betrieben, hat gekostet rund 20.000 Euro. Und kurz vor Haftentlassung kam das Schreiben der Bundesfinanzverwaltung, dass da noch eine offene Rechnung sei, über 625.000 Euro. Habe ich meinem Stationsbeamte gegeben, sage ich bitte zu meinem Anwalt faxen, damit er Bescheid weiß. Zu meinem Verwaltungsrechtler, nicht Strafrechtler, den Strafrechtler hatte ich schon lange dann eliminiert gehabt. Mhm. Und dann kommt er zurück, sagt der Herr Glöckner, bei Ihnen lässt man auch scheinbar nichts aus. Sag ich, ich bitte darum, weil dann kann nichts mehr nachkommen. Die Idee war, wenn einer so eine hohe Rechnung hat und raus aus der Haft vorzeitig entlassen wird, es stand ja bei mir die vorzeitige Entlassung an als Tatleugner, das heißt, ich habe die Tat nicht eingestanden, weil es keine Vergewaltigung in der Ehe gab und wurde auch nie auf irgendwie sexuelles Fehlverhalten in der Anstalt therapiert und gesprochen. Es ging nur in den Gesprächen um gentechnisch veränderte Pflanzen und BT-Mais und warum ich das öffentlich gesagt habe. Ich hätte es doch auch schreiben können. Ja, klar. Sage ich, bis dafür wird man mal 2,5 Jahre eingekastelt. Sage ich, das spielt eigentlich keine Rolle. Bis ich das Buch geschrieben hätte,
wären die Produkte alle auf dem Markt. Und ich musste es sagen, weil es einfach an der Zeit war. Wenn man etwas nicht verstehen möchte, dann muss man es aussprechen und muss es gesagt werden. Und irgendwann wird es dann auch der Letzte verstehen. Und so haben wir uns unterhalten und ich konnte ihm auch dann im Oktober die Bücher überreichen. Im September war die Lösung bei mir, im Oktober kamen die Bücher raus, es war alles super. Und vorher hat der Therapeut gesagt, Herr Glöckner, also vor September, ich kann mit Ihnen nichts mehr anfangen, ich komme mit Ihnen nicht weiter. Lassen Sie sich mal hier auf das Niveau von der Anstalt runter und dann gucken wir weiter. Sag ich, Herr Schmidt, das werden Sie nicht erleben. Ich lasse mich da nicht erst asozialisieren, um dann resozialisiert zu werden. Ich bin nicht dafür zuständig, dass ich hier bin. Der Stationsbeamte hat dann gefragt, sagen Sie mal, Herr Glöckner, wie sind Sie eigentlich hier reingekommen? Sag ich, mit einer Eintrittskarte hätte ich es nicht geschafft. Ja, oben drüber ist das Freibad, das Schrenzerbad. Und da bin ich manchmal gewesen nach der Rapsernte. Und dann habe ich da unten reingeguckt und wusste, was Butzbach heißt, von außen her. Und um in ein Schwimmbad reinzukommen, braucht man eine Eintrittskarte. Bei einer Haftanstalt ist es was anderes. Und dann habe ich zu meinem Therapeut gesagt, ich will Ihnen was sagen. Es gab Leute, die haben mich hier reingebracht. Und jetzt müsst ihr einfach sehen, wie ihr mit mir zurechtkommt. Ich gehe hier meinen geraden Weg durch. Wie der damals ausgesehen hat, wusste ich selber nicht. Aber das war genial gut, weil ich habe dann noch wirklich tolle Erfahrungen gemacht. In Bezug auf Haft, Haftverlauf, was in der Haftanstalt abläuft und konnte dann selbst aktiv werden, in der Haftanstalt Abläufe zu kontrollieren und Dinge zu lernen, von denen ich vorher nichts gewusst habe. Und das war von daher eine tolle Erfahrung. Ich will die Zeit nicht missen, aber ich sag mal, man braucht es auch nicht unbedingt. Nur wenn man es verschrieben bekommt, dann muss man sich den Herausforderungen stellen. Und es war dann eine ganz geniale Geschichte, dass ich im Oktober 2007 entlassen wurde und dann eben sofort während der Haftzeit schon Angebote kamen. Hier, du kriegst 70.000 Euro für deine Schadensersatzklage, wenn du dann den Mund hältst. Dann bin ich freigestellt worden, durfte zur Gerichtsverhandlung hin. Dann sagt die Anstaltsleiterin, aber nicht, dass sie mir da der Gerichtspräsident da das Ding auseinandernehme im Gericht und da. Sag ich, hätte ich einen Grund dazu? Ich bin nach Gießen zur Verhandlung. Also überlegen Sie sich, Pause, 70.000 Euro, ja oder nein? Ach, solch Herr Richter Augenblick, mal kann ich das Fenster mal öffnen? Ja, aber nicht, dass Sie rausspringen. Sag ich, hätte ich einen Grund dazu? Das Fenster aufgemacht, Pause, mit meinem Anwalt beraten. Sag ich, ja, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Solange ich inhaftiert bin, gibt es überhaupt keine Antwort auf irgendeine Frage. Erst nach meiner Haftentlassung. Dann kam der Zeitpunkt, dann OLG Frankfurt, 100.000 Euro. Von Schadenssumme über 500.000. Naja, 100.000 Euro hört sich erstmal gut an. Verhandlung läuft. Im Prozess sagt der Richter dann, ja, Herr Glöckner, wie sieht's denn aus? So ein Vergleich, wäre das was für Sie? Sag ich, ja, ich hab's dick. Die Hälfte von der Schadenssumme ist in Ordnung. Und dann sagt zum Glück der Anwalt von Syngenta, nein, wir können nichts zahlen, das wäre Schuldeingeständnis. War ich im ersten Moment war ich ein bisschen knittrig. Es war 2007 nach der Haftentlassung ohne Kohle. Ich hatte 1.700 Euro. Und eine Rechnung von 600.000. Ja, im Verhältnis halt. Ja, ja. Da muss man schon sparsam damit umgehen. Es war in der Haftanstalt, war das viel Geld. Sie brauchen keine Heizung zu bezahlen, kein Wasser, kein Strom, keine Steuern. Aber außerhalb, im Freien, wenn Benzinkosten anfallen und Heizkosten, wird es schwierig.
Sie haben abgelehnt. Sag ich, okay. War 2008 und parallel zu der Zeit meiner Inhaftierung hat man an der TU München einen Grub- und Fütterungsversuch gemacht, um mich zu widerlegen mit meinen Aussagen. Über 25 Monate hat man da Tiere gefüttert, mit gentechnisch verändertem Mais, eben den insektenresistenten Mais und konventionellen Mais. Und kommt dann im Ergebnis, was zum Glück erst 2009 veröffentlicht wurde, in der Publikation, die auch dann dem Agrarausschuss vorgelegt wurde, zum Ergebnis, ich war bei der Veröffentlichung selbst dabei, dass gentechnisch veränderter Mais und konventioneller Mais dasselbe ist, dass die Tiere keinen Schaden davon tragen. Das war das Ergebnis, zusammengefasst auf 23 Seiten, schön bunt. Ich durfte bei der Veröffentlichung am 25. März 2009 drei Fragen stellen. Dann hat der Präsident der Universität mir das Wort entzogen, hat von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht. Ich hatte die Fragen dazu aber schon meinen Kollegen schriftlich mitgeteilt, sodass die Kollegen weiterfragen konnten. Und wir haben die an Ort und Stelle in den Wahnsinn getrieben. Nichtsdestotrotz haben sie es zu Papier gebracht. Man hat den Mais, der bei uns gehäckselt wird und einsiliert wird, mit 600 bis 700 Grad erhitzt und getrocknet. Und man hat den Tieren in der gentechnisch veränderten Gruppe statt Silomais 41% Körnermais in der Ration untergemischt. Körnermais enthält so gut wie kein BT-Gift, sodass man also die Giftkonzentration reduziert hat. Der erhitzte Mais enthält nur noch ein Drittel von dem Toxin, was bei mir der Fall war. Und hat wirklich alles gemacht in dem Versuchsstall, dass es den Tieren gut ging. Und obwohl 50% der Tiere ausgetauscht wurden, kommt die Uni München zum Ergebnis, dass der gentechnisch veränderte Mais sicher ist. Und das ist schon ein absoluter Wahnwitz. Und die Länderbehörden, ich war dann in den Landwirtschaftsämtern auch unterwegs anschließend und habe die aufgeklärt, die haben dann gesagt, ja, was hier von unserem Staatsministerium kommt, das stimmt, das ist in Ordnung. Und dann habe ich sie aufgeklärt, was da gelaufen ist, dass die Tiere also unterschiedlich gefüttert wurden und dass 50% der Tiere ausgetauscht wurden, dass die Besamungs- und Fruchtbarkeitsraten nicht gestimmt haben. Und dann sagt er doch zu mir, ja, sag mal, dann ist es ja gar nicht vergleichbar. Ach. Sag ich, merken Sie was? Und da ist so richtig Bewusstsein geschaffen worden im Amt in Traunstein. Und das war schon genial. Ich habe da tolle Beziehungen hin. Und was ich jetzt wieder dann im Nachhinein so toll finde, ich habe dann auf Phoenix die Veranstaltung geguckt, wie der Agrarausschuss darüber berät. Die haben dann die 23 Seiten vor sich liegen. Und dann sagen die Politiker, no, sehe der Kritiker, alles nicht schlimm, alles in Ordnung, alles bestens. TU München hier, noble Anstalt. Wir können der Verlängerung der Zulassung zustimmen. Da ist es nicht so gut gewesen daheim. Ich hatte die Bundesministerien informiert, in 2008 schon, über Prüfpunktekatalog und Vorsorgemaßnahmen, wie mit den Sachen umzugehen ist. Die hatten alle Informationen über die Vorgänge in meinem Betrieb und ich habe sie auch dann aufgeklärt über diese Fütterungsstudie der TU München und habe die aufgeschlüsselt und dargestellt. Und das war dann schon grandios. Ilse Aigner kommt aus dem Urlaub zurück und verbietet am 14. April 2009 den MON 810 von Monsanto, Anbau- und Vertriebsverbot, und es hat vor allen Gerichten Bestand gehalten. Ich muss, weil wir gleich am Ende sind, genau, auf einen Punkt noch unbedingt zurückkommen. Du hast ja diesen etwas eigenwilligen Dialog im Gefängnis kurz beschrieben, Thema Russland. Und da würde ich jetzt einfach, denn Kennzeichnung ist ja das eine
und herzugehen und zu sagen, das ist nach den vorliegenden Erkenntnissen eine Methodik und eine Technologie, die es gar nicht geben sollte, ist nochmal das andere. Und du hast von diesem schmierigen Deal AKWs gegen Gentechnik in der rot-grünen Koalition gesprochen. Wie geht Russland mit dieser Thematik um? Das sollten wir einfach nochmal ganz kurz ansprechen, weil das einfach eine andere Art und Weise ist, als das hierzulande mit diesem Hickhack und gefälschten Studien und Bestechungen und allem. Wie machen das die Russen? Das war total witzig, weil das hat sich 2008 ergeben in Luzern eben. Ermakova, eine russische Wissenschaftlerin, bringt Seralini im Schlepptau mit an meinen Tisch und sagt, hier, der will die Präsentation nochmal sehen. Und er sagt, hast du das in Englisch? Und dann musst du nach Paris kommen und dann, ich lade dich ein und dann geht das so und dann gebe ich dir die Studie, die die gemacht haben 1996. Und Ermakova sagt, ja, aber du musst uns das auch zeigen. Und da sage ich, ich darf aber nicht nach Moskau fliegen. Ja, macht nichts. Wir treffen uns in Brüssel. Und ab 2009, nach dem Aufdecken dieser Fütterungsstudie, habe ich mich dann mit den Russen alle halb Jahr in Brüssel getroffen. Wirtschaftliche Vereinigung zwischen Russland und Europa. Wladimir Golubew hat auf der ersten Veranstaltung seine ganze Ministervertreter aufgelistet gehabt, waren alle da. Und ich zeige meine Präsentation und er schreibt nur mit, er guckt gar nicht auf meine Präsentation. Da denke ich so, interessiert den das nicht oder was? Versteht der dich nicht? Und dann sagt er, sind da Fragen im Publikum? Dann kommen die Fragen und dann sagt er zum Schluss zu mir, was sollen wir machen? Und dann habe ich da gestanden und war sprachlos. Wie kann ich Russland eine Empfehlung aussprechen? Ich, Bäuerchen, eingesperrt, mit meinem Lebenslauf, soll Russland eine Empfehlung abgeben? Ja. Du wurdest gefragt. Be careful. Mehr habe ich nicht gesagt. Abendessen, sagte Gottfried, das Problem, was wir haben, ist gentechnisch verändertes Soja. In 5 Jahren haben wir gentechnisch verändertes Soja aus dem Land. Denke ich, ja, Wladimir, kannst mir viel erzählen, das ist ein hehres Ziel. Und so kam es, dass die Veranstaltungen in Brüssel so fruchtbar waren, dass da auch internationale Konferenz dann in Brüssel stattgefunden hat. 2011 war die nächste Veranstaltung und erst haben die russischen Wissenschaftler gesprochen und die wurden dann von den EU-Kommissaren, die hinter mir gesessen haben, abgemeiert. Die EU-Kommissare haben gesagt, wir haben in Europa 2002 Untersuchungen gemacht, wir haben Forschungsgelder investiert, Millionen und Abermillionen in 2007 wieder und unsere Ergebnisse kommen zum Ende, zum Ziel, dass gentechnisch veränderte Pflanzen sicher sind. Ich habe den Kommissaren meine Präsentation in Papierform nach hinten gereicht und habe dann eben gemerkt, wie Wladimir Golubew mich als Speerspitze einsetzt. Nachdem die russischen Wissenschaftler gesprochen haben, hat er gesagt, und jetzt kommt Glöckner und erzählt uns, was in Deutschland los ist. Und als ich anfange zu reden, sehe ich, wie 3 Personen den Saal verlassen. Das waren die Industrievertreter. Nach 5 Minuten sind die verschwunden. Zum Ende hin, zur Buchpräsentation, sind die EU-Kommissare gegangen. Dann ist es schon peinlich geworden. In der Kaffeepause sage ich, Wladimir Golubew hat nur am Podium gesessen, hat hinter seinen Wasserflaschen geschaut, was passiert jetzt im Auditorium, wenn Glöckner spricht. Ich wollte diskutieren, vielleicht irre ich mich, vielleicht gibt es neue Erkenntnisse. Und ich habe mich dann entschuldigt beim Wladimir in der Kaffeepause, sage ich, das war nicht mein Ziel. Ich wollte Aussprache. Plasiva, plasiva, Herr Glöckner. Danke, danke. Ich treffe mich am Mittwoch mit Kiolos. Und da geht es um Freihandel zwischen Russland und Europa. Und ich weiß genau, was ich dem zu sagen habe.
Das hat dazu geführt, dass man mich 2013 nach Moskau eingeladen hat und ich bin dann nach Moskau geflogen, weil es ging kein Weg mehr dran vorbei. Syngenta war hell entsetzt, als sie gehört haben, dass ich nach Moskau fliege. Die Organisatoren haben gesagt, wir hatten helle Freude mit ihnen, aufgrund der Reaktion, die von Syngenta kam. Die haben das durchs Telefon gespürt, was in Basel los ist. Syngenta hat zugesagt, hat abgesagt, hat zugesagt, hat dann doch abgesagt. Nachrücken hätte können BASF. Und BASF hat gleich abgesagt, nachdem sie wussten, dass ich hinkomme. Deutlicher geht es nicht und anders geht es sicher auch nicht. Und das Ergebnis, und das ist einfach das Großartige und auch das Gigantische, was du in Anführungsstrichen kleiner Bauer aus Hessen erreicht hast mit dieser Empfehlung, mit dieser Kommunikation, dass ein großes Land wie Russland dieses Thema inzwischen komplett geerdet hat. Das ist super. Russland hat seit 2015 alle gentechnisch veränderten Organismen außer Landes verwiesen. Es werden strengste Kontrollen durchgeführt. Es wird mit Strafen sanktioniert. Und das Medvedev hat ganz klar gesagt, also euch zu, mit was die Amerikaner ihre Bevölkerung füttern, das interessiert uns nicht. Wir haben diese Technologie nicht, wir brauchen sie nicht und wir wollen sie auch nicht. Das war eine ganz klare Aussage, auch in Richtung Ukraine. Daraufhin kam nämlich das Freihandelsabkommen zwischen der Ukraine und Europa nicht zustande. Daraufhin mussten dort Veränderungen stattfinden. Die wir erleben, ja. Und ich war kaum zu Hause und dann kommt eine chinesische Wissenschaftlerin 4 Wochen später auf mich zu und sagt, ich war jetzt in Brüssel und ich muss mich mit dir treffen in Frankfurt und so weiter und so fort. Du musst nach Peking kommen. Dann, natürlich, hat dir noch gefehlt. Ein Satz noch. Hat dir noch gefehlt. Ja. Sightseeing Tour gemacht in Frankfurt, Einladung nach Peking, was will man mehr? In Peking meine Präsentation kurz geändert, nachdem ich gemerkt habe, dass Peking anders funktioniert. Ich habe gesagt, China ist der Wendepunkt, es handelt sich um biologische Kampfstoffe. Es war das dritte Mal, dass ich es gesagt hatte, einmal in Basel, einmal in Moskau und einmal in Peking. Es handelt sich um biologische Kampfstoffe. Sie sollen die Primer-Kits verwenden, um die Dinge zu kontrollieren, die ins Land gelangen und Schiffsladungen mit gentechnisch veränderten Produkten zurückschicken. Diese Worte hat die Veranstalterin am Ende übernommen, hat sie wiederholt zum Abschluss ihrer Veranstaltung. Ich bin kaum 4 Wochen daheim, werden Schiffsladungen von USA zurückgeschickt, nachdem die Hafenbehörde die Genehmigung hat, die Dinge dort zu analysieren und von Syngenta gentechnisch veränderte Organismen gefunden hat. Sie schicken die Schiffsladung zurück. Ich konnte es nicht glauben. Erst nachdem Cargill gegen Syngenta geklagt hat, weil Milliarden Schaden entstanden ist, weil ihre Schiffsladungen in China nicht verkauft werden konnten, sondern zurückgeschickt wurden nach USA. Mehr ging in diesem Zeitraum nicht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Man kann das im Internet alles nachlesen. Wir blenden deine Internetseite ein und ich sage dir für den Mut, für das Standing, für das Durchhalten ganz, ganz lieben Dank, lieber Dr.